Ja, hallöchen, meine lieben Balkongartenfreunde. Ich bin's wieder hier, euer Christian. Und in diesem Video dreht sich hier alles um den Basilikum. Ja, ich möchte euch mal meine fünf beliebtesten Basilikumsorten vorstellen. Und ja, da gibt es einiges hier zu sagen. Ihr seht auch schon, es gibt Basilikum in verschiedenen Farbtönen. Es gibt nicht nur den normalen Basilikum, den Genueser, also den Genovese, sondern es gibt auch ganz viele Untersorten. Und dazu habe ich hier ein paar Pflanzen vorbereitet. Ja, und die werde ich jetzt mit euch nach und nach durchgehen. Hier an der rechten Seite, ja, da befindet sich ein ganz spezieller Basilikum. Denn wie gesagt, er sieht nicht sehr grün aus. Eher geht es in die Richtung schwarz-bläulich-rot. Ja, er wird auch als schwarzer Basilikum bezeichnet oder man sagt auch rotes Basilikum. Aber meiner Meinung nach sollte man eher violettes Basilikum sagen. Violett-schwarz, denn die Farbe trifft es am ehesten, sage ich mal. Geschmacklich ist dieses rote Basilikum ähnlich dem grünen. Aber ich würde mal sagen, dieses Basilikum ist noch etwas gesünder, weil es halt diese dunklen Farbstoffe enthält. Und wie man weiß, auch in verschiedenen Beeren, in Blaubeeren oder Brombeeren, der dunkle Farbstoff, der enthält ja viele Antioxidantien, die unserem Körper ja wieder helfen und nutzen können. Und als Dekoration ist natürlich so ein ja außergewöhnlicher Basilikum auch mal eine Abwechslung. Ja, dieser Basilikum ist auch ein bisschen robuster wie der grüne. Die Blätter sind auch ein bisschen, ja, ich möchte mal nicht sagen härter, aber einfach kompakter. Und von daher, ja, ist dieser Basilikum sicher eine tolle Variante für den Balkongarten. So, kommen wir zum nächsten außergewöhnlichen Basilikum. Und das ist hier, ja, hier hinten der Zitronenbasilikum. Ja, wie der Name schon sagt, dieser Basilikum hat einen sehr starken zitronenartigen Geschmack und weil er eben so zitronig schmeckt, eignet er sich natürlich sehr gut für Erfrischungsgetränke oder auch um bestimmte Desserts abzurunden mit einem ja, sehr schönen Zitronenaroma. Und er kommt ursprünglich aus Tansania, ja, aus Afrika sozusagen. Und da, wo er herkommt, da trocknet man ihn. Und ja, dann verwendet man ihn als Räucherwerk gegen Moskitos. Also die ätherischen, zitronenartige Öle, die hier enthalten sind, die sollten dann ja Mücken abwehren. Ob das nun stimmt oder nicht, muss man selbst ausprobieren. Aber auf jeden Fall vertreibt er so das ein oder andere Insekt auf dem Balkongarten. Und wenn man ganz viel davon anbaut, vielleicht auch eine Mückenplage. Der Zitronenbasilikum ist ein einjähriges Kraut, aber man kann sich natürlich hier, wie man sieht, Samen selbst ernten. Die werden dann hier gebildet und dann, wenn sie schwarz sind, dann kann man sie ernten und aufbewahren und das nächste Jahr aussehen. Übrigens, dazu habe ich natürlich auch Videos gemacht, wie man Basilikumsamen erntet und könnt ihr ja mal auf meinem Kanal nachschauen. So, kommen wir auch schon zum nächsten Basilikum und das ist der typische Basilikum, also der Genovese, den wir wohl alle kennen von Pasta-Gerichten oder auf Tomate Mozzarella, ist auch sehr beliebt. Und ich finde ihn persönlich vom Aroma her eigentlich am besten, weil er eben den richtig typischen Basilikum-Geschmack in sich trägt. Und ja, ich liebe ihn einfach. Auf jeden Fall. Dieser Basilikum hier, der originale Genovese, sollte auf keinem Balkongarten fehlen, meine Lieben. Und auch dieser Basilikum ist einjährig und kann dann durch Samenvermehrung wieder im nächsten Jahr ausgesät werden. Und allgemein zum Basilikum ist noch zu sagen, Basilikum eignet sich sehr gut ja, als Nachbarpflanze zu Tomatenpflanzen, denn der Basilikum vertreibt die ein oder anderen Insekten, die sich an euren Tomatenpflanzen ja, dran machen wollen. Aber nicht nur bei Tomatenpflanzen. Basilikum ist wegen seinen ätherischen Ölen auch ja, abschreckend gegen verschiedene Insekten oder Schädlingen, wenn man sagen möchte. Und daher pflanze ich immer Basilikum so zwischen den Pflanzen hinein hier, also zwischen Gemüsepflanzen.
da sieht er nicht nur gut aus, sondern ja, hilft auch den anderen Pflanzen gut und gesund zu gedeihen. So, kommen wir auch schon zum nächsten Basilikum und das ist auch einer meiner Favoriten. Das ist ein afrikanischer Bergbasilikum oder auch blaues Bergbasilikum genannt. Ist in Ostafrika beheimatet, ja, und ist auch sehr, sehr robust. Dieser Basilikum hält sich auch bei niedrigen Temperaturen auf dem Balkongarten und man kann ihn auch sehr gut überwintern. Dazu einfach an einen hellen Ort im Haus stellen, an eine Fensterbank, und dann kann man den Basilikum auch, wie gesagt, bis ins nächste Jahr retten. Aber man kann ihn natürlich auch durch Samen wieder vermehren. Und hier sieht man auch schon, hat er die Blüte entwickelt. Und ich finde ja das auch immer sehr schön, wenn der Basilikum in die Blüte übergeht. Natürlich, wenn man den Basilikum jetzt weiter wachsen lassen möchte, sollte man immer früh genug die Blüte abschneiden, beziehungsweise den Blütenansatz. Und ja, man muss auch wissen, wenn der Basilikum oder auch jede andere Kräuterpflanze, wenn die in die Blüte übergeht, dann geht die ganze Kraft in den Samen und die Blätter verlieren dann etwas an, ja, Inhaltsstoffen und auch ein bisschen an Aroma. Und wenn ihr jetzt den optimalen Zeitpunkt zum Ernten von Basilikum haben wollt, dann macht das auf jeden Fall immer, bevor die Blüte entsteht. Und dieser Basilikum ist einer der Sorten, der am größten wird. Bis zu einem Meter kann er groß werden. Ja, und er ist auch sehr beliebt in der Volksheilkunde. Da soll er nervenstärkend wirken. Aber das ist ja eigentlich bei allen Basilikumsorten so. Und ja, dieser Basilikum ist meiner Meinung nach ein Muss auf jeden Balkongarten. Ihr seht schon, der sieht wirklich entzückend aus. Geschmacklich kommt er nicht so ganz an den herkömmlichen Basilikum dran, also dem typischen Basilikum Genovese, aber dekorativ ist er auf jeden Fall und robust auch, also von daher eine sehr gute Alternative als Basilikum für den Balkongarten. So, und zu guter Letzt die fünfte Basilikumsorte hier auf meinem Balkongarten. Ja, dieser Basilikum nennt sich auch Bergbasilikum, griechischer Bergbasilikum. Der unterscheidet sich zum Genoveser Basilikum auch nochmal, dass er ein bisschen kompakter ist, die Blätter ein bisschen fester und somit auch ein wenig robuster. Er wächst auch etwas höher wie der normale Basilikum und ja, er ist auf jeden Fall mehrjährig, könnte man auch im Haus oder Gewächshaus überwintern, wenn es beheizt ist. Dieser Basilikum, ja, gefällt mir wirklich gut, weil er hat so ein schönes Blatt zum Dekorieren, wie ich finde. Und ja, ich hatte damit eigentlich fast nie Probleme, also sehr robust, kann ich auch nur wirklich jedem empfehlen. Also schaut mal in eurer Gärtnerei, ob ihr solchen Bergbasilikum, solchen typischen griechischen Bergbasilikum findet. Ja, meine Lieben, ich hoffe, euch hat mein Video zum Basilikum gefallen. Und wenn ihr noch mehr Tipps zum Anbau von Basilikum wollt, dann schaut doch meine Basilikum-Playlist durch. Da habe ich wirklich viele Videos gemacht und wie man Basilikum verwendet. Das wisst ihr wahrscheinlich selbst. Pesto als Deko oder sonst auf italienischen Speisen drauf. Ja, und ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video ein paar kleine inspirierende Tipps geben. Und wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben und wir sehen uns bald wieder. Euer Christian. Ciao, ciao.